Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum ETS 2. Ja, aber nicht Multiplayer, sondern die TSM-Map ist da. Das heißt, wir fahren die TSM-Map. Ja, Freunde, ich habe den neuen, oder beziehungsweise ich habe mir die TSM runtergeladen. Und werde sie jetzt machen. Ja, die TSM-Map bringt sehr viel Kilometer mit sich. Das heißt, ja, wird sicherlich spaßig werden. Und ja, warum denn nicht, ne? So, dann gucken wir uns doch, dass wir mal was kriegen. So, dann schauen wir doch mal. Genau. Ich nehme jetzt erstmal diese kleine Tour hier an. Und zwar, die geht nach Düsseldorf. Gut. Hier kann ich wenigstens den Schwarzmüller DLC nehmen. Denn für die TSM gibt es leider keine, von Sascha gemacht. Leider. Oder beziehungsweise vielleicht schon, aber da muss ich sie noch extra einstellen. Und ja, aber das macht ja nichts, ne? Genau, diese Tour, die geht jetzt nach Düsseldorf. Das heißt, wird ein neues Let's Play von mir. Das heißt, wieder eine neue Kategorie. Nicht nur, dass wir ja die Dinge hatten. Nicht nur die Pro-Mods, sondern jetzt auch die TSM. Das heißt, im Klartext, jetzt werden wir dann ab sofort, jeden Tag eine neue Konstellation haben. Das heißt Dienstag, also das heißt jetzt alle zwei Tage gibt es einmal die Promons und eine Runde TSM. Und dann wird es einmal geben dann dem Tag drauf natürlich einen Tag Multiplayer und dann da auch die TSM Map. Quasi. Ja, und seit okay, scheiße, ich muss noch den LKW kaufen. Jo. Muss ich wohl oder übel? Ja, gut. 160.000. Die Niederlassung. Machen wir hier. Kennzeichen ist Tübingen V 1980. Fehler beim Kaufen des LKW, weißt du was? Ach, du musst jetzt einfach. Ach Gottchen, jetzt muss ich ja noch einen LKW noch verkaufen. Ja, gut, okay. Ja, gut, das mache ich dann im Prinzip morgen oder heute Mittag noch. Wenn ich nach Hause komme. Von daher passt es. Ja, Freunde. Genau. Wir fahren nämlich jetzt die TSM-Map. Das heißt jetzt ab sofort. Ja, jetzt wird jeden Tag. Gibt es dann mehrere Folgen, ne? Also quasi entweder dann die TSM-Map oder dann die Promods. Und halt, was bei der TSM dazukommt, da fahren wir auf jeden Fall immer noch Multiplayer. Das heißt, auch wenn Promods kommt, haben wir dann auf jeden Fall auch noch Ding dabei. Quasi dann auch die TSM-Map. Und ja, warum denn nicht, ne? Ja, Freunde, ich werde, das Video kann sein, dass es heute Morgen noch rauskommt.
aber ich war dann in der Zwischenzeit nicht mehr da sein, denn ja, ich habe Frühschicht die Woche. Das heißt, es werden dann abends Videos erscheinen dann von mir. Und ja, warum denn nicht, ne? Ja, ihr seht ja, ihr kennt ja den LKW auch. Das ist der LKW. Eigentlich im Prinzip der gleiche LKW, wo ich fahre, wie im Multiplayer quasi. Und ja. Ist auch okay, ne? Ja, ich fahre jetzt die Tour jetzt hier in der Nacht. Eigentlich fahre ich ja ungern in der Nacht, aber ich meine, jetzt für die TSM kann man es machen. Gleiche Situation wie auch woanders auch, wie im Multiplayer zum Beispiel. Leute, zum Beispiel, weiß ich, ich habe hier der TSM-Map, auch bei Nacht, 20 FPS. Das heißt, so viel FPS zieht sie gar nicht. Was ich cool finde. Ja, ich muss gerade schauen, was haben die hier alles verändert eigentlich? Das kann ich euch gar nicht sagen. Das muss ich doch dann schauen, quasi. Ja. Schon gedacht, mein LKW hätte wieder seine Schwierigkeiten, aber alles gut. Ja, das heißt, es gibt in der TSM auch wieder dann große Maps, wo ich dann fahren werde und... Ja, ich sag mal so, es klappt ja jetzt wieder alles. Wunderbar. Ja, Freunde, also ihr werdet auf jeden Fall sehen, es wird wieder mehr Spaß machen. Und so habe ich jetzt wieder mehrere Herausforderungen, die ich bewerkstelligen kann. Ja, Hauptsache es macht Spaß, ne? Ist die Hauptsache. Ja, Leute, wie ihr wisst, ich hatte ja gestern Spätschicht und heute wieder Frühschicht. Ja, gut, okay, normalerweise ist es nicht legal. Denn, ja, eine 12-Stunden-Regelung sollte ja beachtet werden bei mir. Die aber leider, ja, nicht in Kraft setzt. Heißt, oder beziehungsweise... Normalerweise würde es so sein, eigentlich müsste ich sogar erst um 11 Uhr, 11 Uhr, ja, um 12 Uhr bei der Arbeit sein. Also 2 Stunden regulär davor. Gut, Leute, jetzt mal schauen, wie es wird heute. Denn, ja, es wird auf jeden Fall spaßig werden. Das könnt ihr mir glauben, denn ich habe heute Morgen noch einen Termin mit meinem ehemaligen Chef, der bei uns im AV, also im AV ist so eine Mitarbeiter, also wie Betriebsrat quasi. Und was halt gut ist, ja, ich kann mit ihm darüber reden,
werde ihn auch mal informieren, was so alles Mögliche schief läuft. Denn ja, ich habe ein wenig die Schnauze voll, das könnt ihr mir glauben. Denn jedes Mal werde ich irgendwie ins Bein gepisst, auf Deutsch gesagt. Und ja, das kann es normalerweise nicht sein. Deswegen werde ich definitiv darüber auch mit meinem Chef reden. Und mit meinem ehemaligen Chef. Und ja, mal gucken, was dann passieren wird. Ja, wir haben jetzt noch knapp 280 Kilometer vor uns. Das heißt, ich werde jetzt mal den ersten Teil ganz kurz unterbrechen. Ich würde kurz hier reinfahren und wir fahren eine Reststrecke dann am Tag fertig. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder zum zweiten Teil. Dann würde ich doch mal sagen, oh, ich komme mit Verspätungen, sehe ich. Nee, dann doch nicht. Aber gut. Ja, eigentlich sollte ich das schon machen. Egal, wenn ich dann bei nachts ankomme oder so. Verspätet ankomme, das interessiert eigentlich spät vor nicht. Denn Gott sei Dank ist Spätfahrer nicht so. Ja Leute, wir sehen uns dann gleich wieder und immer stay positive, immer positiv denken. Bis gleich.